Im Intercity 37 geht es heute nach Puttgarden. Guten Nachmittag, fahre heute einen ICE nach Kopenhagen. Deine Fahrt endet allerdings schon in Puttgarden. Dort übernimmt das dänische Zugpersonal. Es darf unterwegs nicht zu Verspätungen kommen, da die Fähre nicht auf uns wartet. Mache deinen Zug abfahrbereit und lasse die Fahrgäste zusteigen. Die Abfahrt ist um 16.24 Uhr. Und damit eine gute Fahrt wünscht der Think New Flanio und natürlich der liebe Malte Jens, welche das Szenario gebaut hat. Wir fahren heute Baureihe 605 oder auch bekannt unter dem Namen ICE-TD, der Dieselvariante des ICE-T. Und als allererstes lassen wir natürlich die Fahrgäste einsteigen. Hinten am Zug sind die Türen schon geöffnet und wir hören hier um uns herum schon die lauten Dieselmotorgeräusche blubbern, sage ich mal. Das ist unter anderem hier drüben der 648, aber natürlich auch unser Zug, welcher natürlich ebenfalls auf dem dieselelektrischen Antriebsprinzip basiert. Das Fahrzeug ist bis zu 200 km pro Stunde schnell. Auch wenn wir die nicht ganz ausreizen werden, haben wir heute auf jeden Fall nochmal eine Art, Hochgeschwindigkeitserlebnis auf der Strecke zwischen Lübeck und Puttgarden. Und damit würde ich mal sagen, steigen wir auch direkt in den Führerstand unseres Zuges ein und rüsten eben das wunderschöne Fahrzeug auf. Als allererstes geht der Fahrtrichtungswender in Vorwärtsposition. Die Bremse bleibt bitte angelegt. Die Zugsicherungssysteme PZB und LZB werden nacheinander aktiviert mit den Tastenkombinationen Steuerung Plus und Steuerung Numpad Enter. Der Hauptschalter ist eingeschaltet, der Stromaufnehmer existiert nicht, der Dieselmotor läuft aber schon, oder zumindest die Generatoren. Und ja, ansonsten, Türen sind noch offen, werden aber gleich geschlossen in weniger als 30 Sekunden. Die Frontbeleuchtung wird noch aktiviert und die Instrumentenbeleuchtung ebenfalls. Ansonsten, hier unten schaut alles gut aus, gut. Die Spannung ist hier komischerweise bei 0 und die Druckanzeige auch, aber die scheint nicht dynamisch zu sein an der Stelle. Ansonsten, im Führerstand brennt das Licht, wir können eigentlich gleich abfahren. Die AFB wird außerdem noch aktiviert und die AFB kündigt sich auch selbst noch einmal an. Das dänische ATC-System ist im Zug leider nicht implementiert, wird dann aber sowieso erst, ab der Fähre von den dänischen Kollegen genutzt, die dann eben in Puttgarden unseren Zug übernehmen. Und damit würde ich mal sagen, können wir eigentlich auch schon aufbrechen. Die Türen haben sich geschlossen und wir können hier aus Lübeck Hauptbahnhof ausfahren und uns gen Norden aus der Stadt rausmachen. Langsam anfahren mit dem Zug und dann geht's los. Ausgefahren werden darf in Lübeck Hauptbahnhof mit einer Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Und deswegen können wir uns hier auch direkt schon aus dem restriktiven Modus der PZB befreien. Beziehungsweise aus dem Startmodus. So, ich würde gerne hier genau auf die 60. Ja, jetzt haben wir sie. Gen Norden geht es aus der Stadt hinaus. Wir werden auch ganz kurz nochmal mit der Kamera in die Außenansicht wechseln und ein wenig über die Stadt von Lübeck hinweg fliegen. Zu unserer Rechten müssten wir hier hinten das sogenannte Holstentor sehen. Lohnt sich auf jeden Fall zu besichtigen. Da ist mittlerweile ein kleines Museum drin. Dann auch die Straßenführung hier, die ist relativ original. Der große Kreisverkehr davor mit dieser Hauptstraße, die nochmal darauf zuführt und dann um das Holstentor drumherum führt. Dort hinten noch diese große Kirche. Wie die genau heißt, weiß ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall der Ausblick von dort ist wirklich phänomenal. Hier drüben die Hafenanlagen. Sehr geehrte Fahrgäste, das Team der Deutschen Bahn begrüßt Sie im ICE 37 auf der Fahrt nach Kopenhagen Hauptbahnhof. Nächster Halt, Oldenburg. Okay, Passagier, wie bitte hier willkommen in ICE, Sjortreive, Mull, Kopenhagen, Holbenegård. Nächste Station, Oldenburg. Dear passengers, welcome in the ICE 37 on the way to Copenhagen Main Station. Our next stop is Oldenburg.
Ja, und an der Stelle noch einmal lieben Dank an den Malte Jensen für einerseits seine Zugdurchsage und andererseits natürlich für dieses wunderbare Szenario, welches unter dem Namen ICE 37 auch auf der Webseite unter www.thinknewflynew.de herunterzuladen ist. Vielen Dank für die Bereitstellung des Szenarios und natürlich für das Zusammenbasteln dieser ja, schönen oder dieser schönen Fahrtidee. Auf jeden Fall sind wir unterwegs heute zwischen Lübeck Hauptbahnhof, dem Bahnhof von Oldenburg in Holstein und dann letzter Halt müsste natürlich last but not least Puttgarden sein, wo wir um 17.18 Uhr allerspätestens ankommen sollten, denn in Puttgarden geht es dann für uns auf die Fähre, mit welcher eben der Zug nach Dänemark überführt wird. So, die Leistung ist auf höchste Stufe gestellt. Wir dürfen 120 fahren. Die AFB ist auch darauf eingerichtet. Und unser nächster Halt in Holstein, oder in Oldenburg in Holstein, ist dann in rund 50 Kilometern. Der Zug, wie wir jetzt schon spüren, hat natürlich auch Neigetechnik an Bord. Und das können wir hier in den Kurven nochmal richtig, richtig schön sehen. Gerade in der Außenansicht. Sieht wirklich richtig klasse aus, wie sich der Zug in die Kurve hineinneigt. Und wenn das auch wunderbar funktioniert, dann kann man das auch während der gesamten Fahrt hier im Simulator begutachten. So, ab hier hört dann auch die Elektrifizierung auf. Zu erkennen am EL6. Genau, in der geraden Fahrtrichtung hier. Da verschwindet dann die Oberleitung. So, hier haben wir noch mal ein bisschen was von der Erde mit weggedrückt mit unserem Zug. Und dann geht es eben in Richtung Puttgarden. Ja, das Fahrzeug selbst basiert auf diesem dieselelektrischen Antriebsprinzip. Mit anderen Worten, wir haben eine Art Generatoren im Zug verbaut, die eben mit Diesel angetrieben werden. Und diese Generatoren erzeugen dann Strom, der wiederum ja, in die Fahrmotoren eingespeist wird und diese wandeln dann natürlich die elektrische Energie hier eben in Bewegungsenergie um. Die Züge selbst waren bei der Deutschen Bahn in der Kategorie Fernverkehr eingesetzt. Unter anderem, ich dachte, im Vogtland sowie in der Gegend um Hof herum. Und außerdem natürlich hier im Norden auf ja, nicht elektrifizierten Strecken und natürlich eben auch auf der Relation zwischen Lübeck, Puttgarden und dann eben Dänemark bzw. in unserem Fall jetzt Kopenhagen. Die Züge waren unterwegs in einmal diese Lackierung, wie sie eben bei der Deutschen Bahn anzutreffen war und gleichermaßen hat auch die dänische Staatsbahn eine eigene Lackierung gehabt. Das war so eine Art, ja, dunkelblau, naja, ozeanblau nicht wirklich, auf jeden Fall ein sehr dunkles Blau, sah sehr angenehm aus und mit dänischem Logo natürlich. Die Züge waren damit international im Einsatz und ja, existieren in kleiner Stückzahl auch heute noch, allerdings nicht mehr im aktiven Dienst. Die Deutsche Bahn müsste die Züge, ich dachte im Jahr 2019 außer Betrieb gestellt haben. Allerdings hat ein Fahrzeug überlebt und ist im Advanced Train Lab Einsatz, beziehungsweise fährt als Advanced Train Lab. Das Ganze ist vorzustellen wie eben ein ja, Labor auf Rädern und dieses Labor ist halt ja, im Einsatz für Mess- und Inspektionsfahrten. So, hier ist grün, ganz kurz gucken. Eine Geschwindigkeitsabsenkung ist nicht in Sicht, im Gegenteil, wir dürfen sogar die Geschwindigkeit erhöhen auf 140 km pro Stunde. Ja, und Verzögerungen sollten wir uns eben deswegen nicht erlauben, weil die Fähre nicht auf uns warten wird. Und wenn wir hier mit unserem Zug zu große Verspätungen haben sollten, ja, dann fährt das Schiff ohne uns und alle Passagiere, die wir hier an Bord haben, die haben ein richtiges Problem, weil der Zug kann dann natürlich erst wieder mit der nächsten Fähre weiter und die Fahrgäste sitzen eben gleichermaßen auch hier im Zug dann fest. Und das wollen wir natürlich beides nicht.
weder, dass die Fähre wegfährt, noch dass unsere Fahrgäste hier festsitzen. So, und ich frage mich auch gerade noch, ob wir hier nach GNT-Fahrplan fahren können oder ob die Strecke überhaupt mit GNT, also sprich den Balisen, für die Neigetechnik ausgestattet ist. Denn der Zug, ja, der neigt sich hier im Simulator einfach immer gleisbogenabhängig. Das hat hier nichts damit zu tun, ob wirklich GNT-Balisen verlegt sind oder nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob in Realität auch auf dieser Strecke eben das GNT-System, also die Neigetechnik, zur Verfügung steht. Denn die Strecken, die eben mit Neigetechnik befahren werden sollen, die müssen auch speziell dafür ausgerüstet sein. Und gleichermaßen wird natürlich auch, wenn eben mit Neigetechnik gefahren wird, hier eine, naja, andere Höchstgeschwindigkeit angegeben, damit eben die Neigetechnik auch ihren eigentlichen Grund, ja, ausfüllen kann. Weil was bringt es mir, wenn sich der Zug in den Kurven neigt und ja, schön in die Kurve legt, aber ich eben nicht mit dem Zug deswegen schneller am Ziel bin, was ja der eigentliche Grund der Neigetechnik ist. Es geht aber nicht darum, dass sich die Fahrgäste ja, in den Kurven nach rechts und links schaukeln lassen, sondern es geht eben darum, dass der Zug mit einer höheren Geschwindigkeit die ja, doch relativ engen Gleisbögen eben durchfahren kann. Und das ist eben auch das Prinzip, was bei der Baureihe 612 bzw. 611 schon ja, in Serie angewendet wurde und ziemlich gut auch zum Einsatz kam. Ich persönlich habe an den 612ern oder auch hier am ICET ein ziemlich großes Gefallen gefunden, unter anderem eben wegen der Neigetechnik und weil ich es auch sehr verblüffend finde, mit was für sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten teilweise eben durch ja, enge Gleisbögen gefahren werden kann. Gerade wenn man mal in so einem 612er mitgefahren ist oder ja, in unserem Fall jetzt hier der Baureihe 605, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und gerade der Blick aus dem Führerstand, der ist für jemanden, der das nicht tagtäglich fährt oder auch als Reisender vielleicht gewohnt ist, schon an den ein oder anderen Stellen wirklich angsteinflößend, weil man hat das Gefühl, oh mein Gott, die nächste Kurve, der Gleisbogen, der sieht schon so eng in der Ferne aus, da kann ich doch jetzt nicht mit 160 oder 140 reinbrettern, gerade wenn die Kurven eben oder die Gleisbögen für meinetwegen 120 nur ausgelegt sind, also für Züge eben ohne Neigetechnik. Und du siehst dann halt die LF7-Tafel dort, wo die 120 draufsteht. Du darfst aber eben mit deinem Zug 140 oder vielleicht sogar 160 fahren. Das ist schon ziemlich krass und der Lokführer hat dann eben da nochmal seine gesonderten Werte im Führerstand, entweder im Imbula-Fahrplan drin stehen oder natürlich in ausgedruckter Form vor sich. Ja, wir sind heute auch unterwegs mit Soundmod. Ich habe es jetzt gerade auch erst an dem Horn erkannt. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, was da für ein Soundmod installiert ist. Da bitte ich mal um Entschuldigung an dieser Stelle. Aber ich denke mal, für den ICET dürfte es nicht allzu viele Soundmods geben. Deswegen einfach mal bei Google ICET.de Soundmod eingeben und dann findet man das relativ schnell. Noch 32 Kilometer. Ja, die Geschwindigkeit ist relativ hoch, aber ich glaube, die 140 dürfen hier auch normal gefahren werden. Von, ich sage jetzt mal, konventionellen Zügen, Zügen ohne Neigetechnik. Und hier hört man auch mal wunderbar, wie eben der Zug Leistung aufschaltet und eben auch, wie sich das Ganze anders anhört. Im Gegensatz zum ja, normalen ICE, der ja natürlich mit Strom fährt aus der Oberleitung. Und hier eben nochmal die Generatoren, die selbst Strom erzeugen. Das ist jetzt ein bisschen sehr schräg. Also wirklich schräg. Ja, das hier unten müssten dann nochmal
Entweder sind es die Dämpfer für die für die Beschleunigungs- und Abbremsverhalten des Zuges. Aber ich tippe an der Stelle eigentlich beim ICE-TD hier auf die pneumatischen Ansteuerungen für die Neigetechnik. Wobei, nein, das ist fürs Drehgestell wirklich. Die Neigetechnik scheint hier nicht zu sehen zu sein. Ja, leider. Auf jeden Fall auch sehr cool, wie man immer im Hintergrund hören kann, dass das Fahrzeug eben immer wieder Leistung aufschaltet. Und dass der Motor dann so ja, einzeln aufheult. Das ist wie so ein richtiges, ich sag mal, Jaulen, was man von draußen hören kann. Aber ja, der ICE-TD, das ist wirklich auch ein Fahrzeug, da würde ich gerne mal eine Runde mitfahren. Allein schon als Erlebnis, einfach mal im ICE-TD mitgefahren zu sein. Wobei es wahrscheinlich wie so eine Art ja, 612er sein wird, abgesehen von der Soundkulisse. Und sicherlich auch ein bisschen nobler ausgestattet, eben auf dem Standard eines ICEs. Und was die Geschwindigkeit angeht, hat eben der VT605 hier, oder die Baureihe 605, natürlich auch nochmal ein bisschen mehr an Leistung. Eine höhere Geschwindigkeit, die sie fahren kann, und Leistung wahrscheinlich auch. 200 km pro Stunde können hier mit dem 605er in Spitze erreicht werden. Der 612er, also das kleine Schwestermodell, sage ich jetzt einfach mal, wobei die wenig miteinander gemeinsam haben, die haben Vmax 160. Und ja, unterscheiden sich natürlich auch von der Form und von vielen anderen Faktoren im Gegensatz zum ICE-TD. Aber dennoch, beide haben Neigetechnik, beide können hohe Geschwindigkeiten fahren. Und beide sind eben noch auf deutschen Schienen anzutreffen. Wenn auch beim ICE-TD in ja, verminderter Stückzahl. Und beim 612er eben ja, in relativ großer Stückzahl. Aber allgemein, überhaupt in einem Neigetechnik-Triebwagen einfach mal vorne mitzufahren im Führerstand, das finde ich schon wirklich richtig cool. Weil ich glaube, da ist einfach dieses Adrenalin-Gefühl nochmal viel, viel, viel stärker, dass man eben wirklich dann sieht, wie man auf diesen Gleisbogen zufährt. Beim 612er hat man ja wirklich schon eigentlich die Möglichkeit, auch als Fahrgast, wenn der Lokführer eben meint, okay, wir machen die Scheibe heute mal nicht zu, dadurch die Frontscheibe hindurchzugucken. Und das sieht schon. Das sieht schon echt cool aus. Und gerade dann da wirklich im Führerstand nochmal mit hautnah dabei zu sein oder natürlich auch selbst zu fahren, das ist schon richtig cool. So, und auf 90 runter. Leistung nehmen wir schon mal raus. Und das Fahrzeug darf ausrollen. So, die 90, die müssen wir dann wirklich quittieren. Die 100 km pro Stunde hätten wir gar nicht quittieren müssen, gerade eben, am LF6. Aber hier am LF6 die 90, die Kennziffer 9, die muss quittiert werden. So, wir drehen die Leistung nochmal auf. 92 haben wir jetzt auf dem Tacho. Da würde uns keiner für köpfen. Genau, vielleicht noch ganz kurz was zum Führerstand. Wir haben auf der rechten Seite ja, unser Grundbild, steht auch drinne. Dann hier den Bremszustand. Das sind jetzt hier quasi die einzelnen Drehgestelle, die uns hier unten angezeigt werden. Und wir sehen hier, die sind eben aktuell nicht im
Bremsmodus. So, ganz kurz nach den Signalen gucken. Ist freie Fahrt angezeigt oder zumindest freie Fahrt erwarten. Ja, Ebuda-Fahrplan könnte hier drüben theoretisch geladen werden. Das ist ja im ICE allgemein so konfigurierbar, wie das der Lokführer eben möchte. Hier unten im Lichterbaum haben wir die Überwachung für die GNT, für die geschwindigkeitsabhängige Neigetechnik, also kurz gesagt das Neigetechniksystem des Zuges. Daneben der Leuchtmelder für die SIFA, der bei mir standardmäßig leuchtet, weil wir die eben abgeschaltet haben. Hauptschalter ein aus, die kennzeichnenden Leuchtmelder für die SBB, denn die GNT-Balisen, die sind ja eine Art, ich glaube, ZUB. Auf dem ZOB-System müssten die auch arbeiten. Oder beziehungsweise über die ähnlichen Frequenzen wahrscheinlich Daten austauschen. Und ich denke mal, die werden dann hier unten leuchten, eben wenn man sich da irgendwie auf dem Schweizer Boden befinden sollte mit dem Fahrzeug. Theoretisch wäre es ja möglich, das Fahrzeug braucht keinen extra Stromabnehmer und könnte eben auch mit Diesel in der Schweiz fahren, wenn es denn möchte. Wobei ich dachte, dass die 605er eigentlich keine Zulassung explizit für die Schweiz haben. Ja, da sehe ich jetzt auch keine Anschrift. Ja, ist mir jetzt auch nicht bekannt, wie gesagt, dass die in der Schweiz fahren dürfen. Der 612er, der hat, glaube ich, teilweise wirklich die Möglichkeit, in die Schweiz zu fahren. Allerdings müsste auch da Endstation, glaube ich, Basel-Badischer Bahnhof sein. Aber auch auf der Rheintalbahn oder auf den Rheinstrecken sind diese Triebzüge mal anzutreffen. Also nicht der 605er hier, sondern die 612er von DB Regio. Ja, Landschaft, natürlich alles flach. Norddeutschland. Viele Flächen sind hier landwirtschaftlich genutzt. Hin und wieder mal die ein oder andere Baumreihe. Aber ansonsten eben doch viel freie Fläche. Letztes Jahr war ich ja auch im hohen Norden im Urlaub. Unter anderem Lübeck in dem Moment. Das war nämlich auch der Grund, wieso ich auf das Holstentor vorhin nochmal eingegangen bin. Lohnt sich auf jeden Fall das Museum, was sich dort drinnen befindet, mal zu besichtigen. Da ist so die Stadtgeschichte abgeprägt. Dann viele Informationen eben auch zum Holstentor selbst, zu den Zöllen, die dort gezahlt werden mussten. Ich glaube sogar, es gab ein Gefängnis im Holstentor drinne, wo dann quasi nochmal so eine Art Kerker mit eingebaut war. Und ich denke, das könnte für die einen oder anderen eben auch nochmal interessant sein, wenn denn mal die Reise nach Lübeck führt. Und außerdem, genau, sehr zu empfehlen, die Kirche, welche dort über der Stadt thronte, oder in der Stadt thronte. Der Ausblick von oben wirklich sehr, sehr genial. Fährt auch ein Fahrstuhl hoch, aber man muss nur, ich glaube, eine Etage nach oben laufen. Und ich glaube, für ein kleines Entgelt konnte man dort erst hinaufsteigen. So, dann nehmen wir hier zu und dann wieder auf die eingleisige Hauptstrecke. Was, hier gelten nur 100? Na gut, wenn es der Fahrplan sagt, dann ist es so. Ja, weiter geht's noch im Führerstand. In der Mitte natürlich Tachometer, Leistungsanzeige für Zugkraft und Bremskraft. Ganz in der Mitte die LZB-Anzeige mit dem Entfernungsmesser. Genau, hier unten waren wir nicht ganz fertig. Wir haben hier noch die Leuchtmelder für die PZB. Dieses Sechsergespann. Unmittelbar rechts daneben die Anzeigen für die LZB. Und dann geht es hier nochmal weiter mit E40, dem EL-Leuchtmelder.
Das wundert mich jetzt tatsächlich, dass der hier auch verbaut ist, aber okay. LZB Ende, LZB Überwachung und LZB Betriebszustand. Ansonsten hier drüben nochmal Störung GNT und Gefahr GNT. Notbremse, Türsteuerung, alles sowas hier unten anzutreffen. Genau, dänisches ATC-System, beziehungsweise nochmal ein extra Tachometer für Dänemark mit eben den Anzeigen für die Distanz hier oben und dann der ATC-Indikator. Ich glaube, das hier müsste dann fürs Rangieren sein, ja, und so weiter und so fort. Also für diejenigen, die dann hier auch Dänisch sprechen oder Dänisch lesen können, für diejenigen ist das dann hier nochmal speziell zuzuweisen. Leuchtmelder für DB oder DSB. Eine Umschaltmöglichkeit hier unten wahrscheinlich. Sicherlich mit einem Schlüsselschalter zu aktivieren. Und dann hier oben nochmal eben, das müsste dann das dänische Funkgerät sein. Ja, sollte das Funkgerät sein, genau. Huch, so. Aber das sollte dann alles nur wirklich für die dänischen Kollegen von Relevanz sein. Was ich auch sehr cool fand, gerade eben am Anfang des Szenarios, dass die Ansage eben nicht nur in Deutsch und Englisch kam, sondern eben auch in Dänisch. Und das in einem, ja, sehr guten Dänisch, würde ich meinen. Hat mir auf jeden Fall unglaublich gut gefallen. Das ist alleine schon ein Grund, auf jeden Fall mal wieder auf der Strecke Lübeck-Puttgarden in einem Malte Jensen-Szenario unterwegs zu sein. Und wie gesagt, die gibt es gerade alle samt auf der Webseite unter www.thinknewflynew.de. Alles unten drunter in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Da wirst du hingeleitet und dann auf der Webseite selbst kannst du in den Download-Bereich gehen, ebenfalls über den Reiter oben im Display dann ja, zu selektieren. Hier unten dann das deutsche Funkgerät, PZB wachsam, PZB frei und Befehl. Die Steuerung in dem Fall für den Hauptschalter, beziehungsweise eben zum Anlassen des Fahrzeugs auch. Und wir müssen auch gleich wieder anhalten, dran denken. Ja genau, AFB, Fahrtrichtungswende, Leistung, Zugbremse, dann hier drüben Bugklappe, Türen, Scheibenwischer, nochmal Scheibenwischer und nochmal Scheibenwischer. Genau. Ziemlich viele Scheibenwischer. Unten Notbremse hier nochmal. Und dann eben hier auch diverse Elemente, die eben da unten in den Schaltschränken verbogen sind. Federspeicherbremse müsste sich unter anderem auch dort unten befinden. Also alles hochmodern ausgestattet hier. Sehr leise vor allem. So entspannt tuckert er hier durch die Gegend. Und da kommt eine... Ja gut. Alles gut. Ich dachte jetzt schon, wir fahren auf die Endescheibe zu. Ja, was gibt es sonst noch zum Zug zu wissen? Als Zugsicherungssysteme haben wir an Bord PZB, PZB 90 besser gesagt, LZB, ATC für Dänemark, ETCS bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber könnte auch verbaut sein. Ansonsten, ja, zur Unterstützung natürlich noch die SIFA, Totmann-Schaltung sicherlich auch für Dänemark. Genau, das dürfte es eigentlich dann gewesen sein in den
Assistenzsystemen, die in direkter Interaktion mit dem Lokführer stehen. Und ansonsten bin ich erstmal sehr gespannt, ob meine Warnung auftaucht. 92 Kilometer, okay. Ja, dann noch einmal ganz kurz für den Moment zurücklehnen. Gut, du kannst dich sowieso die ganze Zeit zurücklehnen, musst nur gucken, dass wir hier nicht gegen Baum fahren. Aber ich sollte zusehen, dass wir eben am Bahnhof stehen bleiben. So, die Leistung nehmen wir mal noch nicht raus. Die 90 kommen dann ab dort vorne. Und in Oldenburg-Holstein haben wir sowohl ein Einfahrtssignal als auch ein Ausfahrtssignal, wahrscheinlich unmittelbar am Bahnsteig. Und deswegen können wir dort, genau, können wir dort dann direkt anhalten. Noch zwei Signale folgen. Was mir hier auch noch als Bug aufgefallen ist, und das werden wir gleich mal noch testen, wenn wir eben mit dem Zug anhalten, ist der, dass die Sounds komischerweise hinten im Zug so laut zu hören sind, als säßen wir gerade irgendwie draußen. Ich dachte auch am Anfang, hätte man es gesehen eigentlich. Genau, wenn wir uns hinten drin befinden, dann hören wir sehr, sehr, sehr laut die Türen des Zuges. Wir müssen aber abbremsen, ne? Oldenburg in Holstein. Einmal in Schleswig. So, sehr verehrte Damen und Herren, der Ausstieg in Oldenburg in Holstein erfolgt in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die uns hier verlassen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Na, fahren wir bis ganz nach vorne? Nee, bis zur Hütte hier. Das reicht vollkommen, um eben die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Na, okay, auf den letzten Metern bremst der Zug dann nochmal etwas schlechter. Demnach haben wir fast trotzdem noch den gesamten Bahnsteig. Mit T werden die Türen geöffnet. Oder auch nicht. Möchte keiner rein? Dann haben wir scheinbar gerade ein anderes Problem. Nochmal Bremse lösen. Nochmal ganz kurz ein Stückchen nach vorne. Manchmal gibt es im Simulator das Problem, dass der die Türen nicht öffnen mag. Lieber Simulator, was hast du jetzt nur für ein Problem mit dem Bahnsteig? Dürfen wir natürlich in echt nicht. Wir haben eine Türstörung. Jetzt. Türen sind geöffnet, oder besser gesagt Singular, die Tür ist geöffnet. Restliche Türen an unserem Zug sind leider gerade nicht funktionsfähig. Wir bitten Sie, hinten in den letzten Teil, in den letzten Wagen des Zuges einzusteigen. So, mit der einen Tür haben wir jetzt alle Fahrgäste gebordet, sage ich mal, wie im Flugzeug hier. Dann Bremse lösen. Fahrtrichtung, sondern ist auch Vorwärtsfahrt eingestellt und ab die Post. Das Wechselblinken möchte ich jetzt nicht. Mit der Freitaste wegdrücken. So, und 80, genau.
So, und bis Puttgarden? Hä? 6,31 Kilometer? Das glaube ich nicht. So, das BÜ-Überwachungssignal kommt auch. Es blinkt. Sehr gut. Und da fährt einmal der gesamte Zug durch uns hindurch. Aber wie weit ist denn wirklich noch? Ja, bis Puttgarden nur noch 35 Kilometer, okay. So, 100 wieder auf den Tacho hochbringen. Und dann geht's gemütlich weiter in Richtung Dänemark. Mich würde außerdem mal noch interessieren, ob wir hier überhaupt heute rote Signale bekommen oder ob wir überhaupt mal eine Signaltafel haben, die wir tatsächlich quittieren müssen. Also, um nicht durch die 1000 Hertz Beeinflussung eine Zwangsbremsung zu erhalten. Aber wir grüßen auch die in Oldenburg zugestiegenen Fahrgäste im ICE 37 auf der Fahrt nach Kopenhagen Hauptbahnhof. Nächster Halt, Puttgarden Fährhafen. Kære passager, vi byder jer velkommen i ICE 37 mod Københavns Hovedbanegård. Vores næste station er Puttgarden Fährhafen. Dear passengers, welcome on board in the ICE 37 on the way to Copenhagen Main Station. Our next stop is Puttgarden Fährhafen. Genau, mit den Passagieren in den Hafen. Und ja, mich würde es interessieren, ob wir überhaupt eine Beeinflussung hier bekommen oder ob das jetzt weiterhin so locker flockig bis nach Puttgarden durchgeht. Weil wenn das der Fall sein sollte, dann können wir wahrscheinlich auch unseren Fahrplan eventuell noch einhalten. 17.18 Uhr ist die Ankunft geplant, also noch rund 20 Minuten hätten wir. Höchstgeschwindigkeit gerade 100. Und die Distanz, die beläuft sich auf wie viele Kilometer? 32. Da sollten wir uns dann doch ein bisschen sputen. Wir machen es mal folgendermaßen. Wir steuern an dieser Stelle wieder mal manuell. So. Assistenzsystem abgeschaltet. Und dann wird jetzt manuell gefahren, weil dann können wir die 100 viel besser ausfahren. Beziehungsweise der Zug beschleunigt eben auch wirklich bis auf die 100 und nicht nur auf meinetwegen 99 Kilometer pro Stunde. Die Assistenzsysteme, die bremsen dann manchmal den Zug so ein bisschen aus. Mit überhöhter Geschwindigkeit möchte ich auch nicht fahren. So. Und ganz wichtig, genau, im Simulator immer schön zwischenspeichern. Wer da nicht zwischenspeichert, der hat an manchen Stellen wirklich ein Problem. Denn trotz der durchgeupdateten Versionen gibt es auch im Train-Simulator, egal ob die Version 2020, ob 2021 oder vielleicht schon die künftige 22er Version, sicherlich immer noch das Problem, dass Abstürze auftreten und auftreten werden, gerade eben bei komplexeren Umgebungen, beziehungsweise dann eben, wenn der Ladevorgang durchgeführt wird. Der ICE-TD, fällt mir auch gerade noch auf, der wäre wirklich mal noch sowas für die Modellbahn. Ich weiß gar nicht, ob es den in Spurgröße 0 auch für die Gleichstrombahn gibt. Aber das ist so ein Modell, das reizt mich echt. Weil der ICE-T, der existiert ja auf jeden Fall.
Ich selbst habe ihn zwar nicht, aber ein sehr schönes Fahrzeug. Ich glaube, McLean produziert den. Aber genauso wie der ICE2 sollte auch der ICE-T oder ICE-TD eben auf der Modellbahnanlage hier bei mir, ja, um die Kurven kommen. Und gerade zu dem Projekt wird in Zukunft was erscheinen. Ich hatte es ja schon einmal sogar auf dem Kanal angeteasert mit einer Bild. Und zusätzlich ist natürlich auch ein Video in Produktion nochmal, um eben so ein bisschen, ja, auf den Baufortschritt der, ja, gesamten Anlage nicht, aber dass man halt so den Baufortschritt sowohl der Gleiserneuerung und eben auch die Vorher-Nachher-Bilder auf der Anlage sehen kann. Weil ich versuche so nach und nach die Anlage immer mehr in Richtung einer Profi-Anlage auszubauen, im Sinne von wirklich, ja, einer schön ausgestalteten Umgebung, Signaltechnik, die auf einem, ja, nicht hundertprozentigen Stand, aber auf einem sehr guten Weg ist, entgegen einer, oder besser in Richtung einer Profi-Anlage. Aber dennoch wird es wahrscheinlich keine komplette Profi-Anlage werden, weil es sind halt immer wieder so Faktoren, an denen man halt deutlich sehen kann, okay, da handelt es sich jetzt wirklich um eine Modelleisenbahn, und damit meine ich jetzt nicht einfach nur die Größe, sondern es gibt wirklich Modelleisenbahnanlagen, da machst du ein Bild mit einem Fotoapparat und du musst dich erstmal so 2-3 Minuten lang fragen, ist das jetzt Modellierung? Ist das wirklich ein Modell? Oder handelt es sich dabei um eben die richtige Eisenbahn? Und dann da noch ein ICE-TD drauf, das wäre schon cool. Aber naja, wir wollen es nicht übertreiben. Der ICE-T ist sicherlich ein seltenes Fahrzeug. Ähnlich wie der Metropolitan für die H0-Modelleisenbahn. Das ist auch so ein Modell, was eigentlich kaum bis, ja, gar nicht irgendwo erhältlich ist. Und wenn, dann nur zu wirklich sehr, 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 sehr hohen Preisen. Ich finde auch, der Zug hat so einen richtig, ja, ich sag mal, passendes Soundgeräusch, was das Horn angeht. Das klingt aber auch so, als hätte das jemand aus der, ja, Ferne aufgenommen, selbst wenn man noch daneben steht. Dieser, ich sag mal, Hochtiefton, der ist schon ziemlich, ja, eindeutig. Ich den sogar eher einer US-amerikanischen Großdiesel-Lokomotive zurechnen würde. So, die 100 wieder ausreizen. Und ich glaube, wir werden auch dann die AFB gleich nochmal aktivieren. Die hat dann doch bessere Arbeit geleistet, während ich hier schnattere. Oh, 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 zu schnell, zu schnell, zu schnell. Und nochmal abbremsen. Ich sagte abbremsen. Der Zug würde sogar noch schneller. Das war nicht gewollt. Der soll nicht noch schneller werden. 100 reichen. So, und wir schieben nochmal ganz kurz die AFB nach vorne. AFB. AFB.
Genau. Nochmal grün. Alles gut. Wirklich schade, dass hier hinten so laut ist. Aber ansonsten ein sehr schönes Modell. Und weil es doch, das ist noch cool. Weil wir können hier hinten richtig die Fahrmotoren hören. Und dieser, naja, ist immer Leerlaufmodus. Und 120. Keine 130, 120. Woran man natürlich den ICE-TD am leichtesten erkennt, das dürfte definitiv die Dachkonstruktion sein. Die ist halt hier oben so verkleidet mit einer Art Aluminiumüberzug nochmal. Die Riffel, damit eben keine Vögel dort drinnen ihr Nest über Nacht bauen. Und ja, ansonsten eben eine Baureihe. Baureihe 605 für den ICE-TD. Für den ICE-T gibt es die Baureihe 411 auf jeden Fall. Und noch eine zusätzliche. Weil das dann wieder, ja, sag mal, fahrzeugabhängig ist eben. So, allmählich fahren wir auch auf den Damm auf, denn da vorne kommt gleich für uns die wunderbare große Brücke. So, da kommt sie. Wir wechseln an dieser Stelle natürlich in die Außenansicht, weil von hier kann man den Zug am schönsten beobachten. Einfach unglaublich, echt. Wirklich, was Menschen hier erschaffen haben, so eine riesengroße Brücke für Autos und gleichzeitig noch für die Schiene. Es gibt ja auch Brücken, die sich dann tatsächlich bei den Transportsystemen eine Fahrbahn teilen, sowohl für die Eisenbahn als auch für die Straße. Das hat dann immer so einen Anschein, naja, als würden dort Straßenbahnen fahren, was aber oftmals eben auch dann wieder nicht der Fall ist. ...160 sogar, okay. Na, das sind 155. Das sind 160 Kilometer pro Stunde. So.
Jetzt kommen wir so langsam an die Leistungsgrenze des Fahrzeugs, habe ich so das Gefühl. Weil in dem Bereich zwischen 0 und 120 km pro Stunde, da arbeitet der ziemlich gut. Und dann darüber hinaus, also sprich ab 120 aufwärts, da lässt das Fahrzeug an Leistung nach. Ist halt schade, dass man hier keine Diagnosedisplays oder so öffnen kann. Das geht dann meistens über das Störungsknöpfchen hier oben. Ansonsten hätte man hier vielleicht nochmal hineingucken können, an was es denn eventuell liegen könnte. Aber das ist natürlich auch immer nur dann aktiv, wenn eben Störungen aktiv vorliegen, im Sinne von Beschädigungen, im Sinne von ja, Wartungsarbeiten, die durchgeführt werden müssen. Ich glaube, auch in der Störungsübersicht ist zu sehen, ob Federspeicherbremse angelegt oder gelöst. Ist ja auch wichtig. Und ja. Das ist dann nochmal das Phänomen ICE-TD. Weil der ICE-T, der würde jetzt ganz normal durchziehen. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann unseren nächsten Halt Puttgarden-Fährhafen. Nach einem kurzen Aufenthalt fahren wir weiter auf die Fähre. Wenn wir auf der Fähre angekommen sind, verlassen Sie bitte den Zug und gehen Sie hoch aufs Deck. Cher Passagier, vor Minute ankommen wir Tilvors, nächste Station Puttgarden-Fährhafen. Efteråt kort ophold, kør toget videre på færgen. På færgen forlader I alle beder om toget og går op på dækket. Dear passengers, in a few minutes we will arrive Puttgarden Fairhaven. After a short stop we will continue on the ferry. Please leave the train on the ferry and go up to the deck. Thank you. Ja, vielen Dank, nicht nur vom Malte Jensen, auch vom lieben Think New Fly New. Und mir hat es auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht, heute mal wieder die ICE-T aus der Trickkiste auszupacken. Das Fahrzeug gibt's auf Steam. Von DTG wurde das, glaube ich, entwickelt. Genau, müsste von DTG sein. Und wir fahren jetzt so langsam in den Fährhafen von Puttgarden ein. Als allererstes halten wir am Bahnsteig natürlich, lassen die Fahrgäste aussteigen und dann geht es noch einmal aufs Schiff drauf. Die Passagiere sollen wahrscheinlich deswegen aus dem Zug aussteigen und eben auf dem Schiff dann an Deck gehen, weil eben aus Gründen, ich würde meinen, der Brandschutzverordnungen, der Zug dann sicherlich, ja, nochmal kontrolliert wird, ob eben wirklich keiner drin ist und dann ja, abgeschlossen, damit da eben nicht irgendwelche ja, blinden Passagiere während der Fahrt in den Zug halt reingehen und dann weiter mitfahren und außerdem natürlich, dass wenn irgendwas an Bord sein sollte, dass dann eben wirklich alle ja, an Bord sind oder besser gesagt halt in dem Bereich, wo sie was mitbekommen auf dem Schiff. Und dann nicht mehr irgendwie hier im Zug eingeschlossen, wo vielleicht ja, Türen verriegelt sind etc. Das wäre dann bei etwaigen Zwischenfällen ja, sehr kontraproduktiv. So, die 40 haben wir noch nicht so ganz unterschritten. Und 30 dann ab hier vorne. Das heißt natürlich, es hätte auch hier einen 500er kommen können. Lag aber zum Glück keiner im Gleis. So. Und der Fährhafen wird dann eben etwas langsamer befahren. Jetzt würde ich gerne noch wissen, ob wir... Ja, wir halten nur in Puttgarden auf Gleis 3. Wir haben es 17.13 Uhr Ankunft. Oh. Für 17.18 Uhr ist die erst geplant eigentlich. Da waren wir doch dann ziemlich flott an einigen Stellen. Ja, auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir sind in Puttgarden angekommen, im ganzen Stück. Der Zug, ja, weist keine Störungen auf. Wir können ihn also problemlos an die Dänen übergeben. Und
Noch einmal an dieser Stelle der Hinweis, das Szenario ist zu finden unter www.thinknewflynew.de, dort in der Rubrik Downloads, speziell im Bereich Malte Jensen. Und wir öffnen hier in Fahrtrichtung links die Türen, lassen noch einmal auch im Puttgarden die Fahrgäste aussteigen, die eben hier in den Ort möchten oder vielleicht auch einfach eine Urlaubsreise in den hohen Norden machen. Das müssen ja nicht alle mit nach Dänemark. Und dann geht's rauf aufs Schiff. Wir halten am besten hier vorne beim Gleissperrsignal an. Auch wenn ich jetzt hier gar keine Ankündigung dafür gesehen habe. Da hat eine Art VR0 oder so gefehlt. Na gut. Wir halten an, öffnen die Türen in Fahrtrichtung links. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zusehen und die Aufmerksamkeit während der Fahrt. Mir hat es einen riesengroßen Spaß gemacht und ich würde es auch sehr, sehr gerne wiederfahren, das Szenario. War ziemlich cool. Und gerade auch der ICE TD ist, wie ich finde, ein ziemlich schönes Fahrzeug. Auch hier im Simulator hat DTG dann doch ganz gut eigentlich umgesetzt. Die Sounds waren jetzt nicht so der Renner, weshalb ich mich da eben auch für die Alternativvariante entschieden habe. Aber ansonsten eine sehr, sehr schöne Fahrt. Szenario war auch top. Großes Lob geht nochmal an den Malte raus an dieser Stelle. Und dann sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Gerne ein Abo hinterlassen, insofern noch nicht geschehen. Und ja, wenn du eine Meinung hast zu dem Video, dann unten drunter in die Kommentare. Alle Informationen dazu findest du auch nochmal in der Infobox. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Allzeit gute Fahrt. Dein Think New Flanio.